Ich weiß, ich habe das T-Shirt falsch herum an. Bitte don't judge me for that. Und ich weiß, es sieht gerade aus, als wäre ich vom Busch gefallen. Leute, bitte klickt nicht weg von diesem Video, weil ich gerade aussehe wie ein Oompa Loompa, bitte. Hey Leute, das kommt von 4 Tagen Gammeln. Ich war die letzten 4 oder 5 Tage oder eigentlich die ganze letzte Woche faul, gammelig und hatte keinen Bock auf gar nichts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in diesen Kanal und ich abonniert das, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, dass du keine weiteren Videos mehr von mir verpasst, denn ich poste 3-mal in der Woche und es ist ein ganz schöner Spaß hier und vergiss auch nicht mehr, auf meinen Social Media zu folgen, auf TikTok und auf Instagram. Ich würde sagen, in diesem Video werde ich heute meine Instagram-Follower bestimmt mein Leben-Video machen, weil ich das schon immer mal machen wollte, aber es war immer so, ich hatte keine Zeit dazu und da habe ich gesagt, ich mache diese Woche, ich mache diese Woche, ich mache diese Woche und ich glaube, ich habe das Video jetzt schon mehr als ein ganzes Jahr verschoben. Jedenfalls werde ich das heute machen. Ich hoffe, meine Instagram-Follower sind alle aktiv. Let's do it. Das erste, was mir meine Instagram-Follower auch schon fragen werden, ob ich nur Zähne putzen gehen soll oder ob ich duschen gehen soll. Ich hoffe, sie sagen duschen gehen, weil ich kann diesen Tag nicht starten, wenn ich heute nicht duschen gehe. That's on period. Wenn die alle nur Zähne putzen sagen, dann gehe ich trotzdem duschen. Nein, Leute, I gotta do what they say. Soll ich duschen oder nur Zähne putzen gehen? Da ist meine Umfrage. Ich werde es jetzt genauso posten. It's dropped. Ich werde jetzt einfach mal so bis 11.15 Uhr warten. Es ist gerade 11.06 Uhr. Und werde inzwischen mir ein YouTube-Video reinziehen. Und wenn bis dahin niemand abgestimmt hat, was ich nicht glaube, werden wir einfach von selber picken, weil ich sowieso duschen gehen möchte. Deswegen, ich hoffe, ihr nehmt alle duschen gehen. Ich will wirklich duschen gehen heute. Wenn die nicht duschen gehen nehmen, dann weiß ich auch nicht. Ich werde echt heulen. Es ist jetzt 11.15 Uhr. Weil ich das Video genau um 11 Uhr gestartet habe, werde ich morgen um 11 Uhr das Video beenden. Let's see, was schon dabei rausgekommen ist. Okay, es haben schon welche abgestimmt. Oh, krass. Duschen. Ich liebe euch alle. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Ich bin so glücklich. Das heißt, ich werde jetzt duschen gehen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann, nachdem ich geduscht habe. Und dann mache ich die nächste Umfrage. Ich war jetzt duschen. Ich bin voll fresh. Ich habe mich rasiert auch und ich bin nicht so frisch. Jedenfalls mache ich jetzt die nächste Umfrage. Und zwar, ob ich zuerst aufräumen soll oder frühstücken soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich will. Ich mag es eigentlich, wenn ich aufstehe, gleich aufzuräumen und dann essen zu gehen. Aber allerdings habe ich heute echt viel Hunger schon. Deswegen, ich werde jetzt einfach mal diese Umfrage machen. Die Umfrage wird sein. Okay. Let's take a picture. Soll ich zuerst essen oder aufräumen? Ich will ein Burger-Emoji, the fuck. Let's take pancakes. Oh, oder das. Geil, ich habe gerade echt... Oh ja, das passt gut. Nehmen wir eine Farbe von hier und machen das so. Meine Umfrage ist jetzt fertig. Ich habe es richtig schön gestaltet. Und jetzt drücke ich auf Posten. Und wir werden wieder mal 5 Minuten jetzt warten, weil ich habe keine Zeit, 10 Minuten zu warten dafür. Ich bin echt gespannt, was ihr nehmen werdet. Das Ergebnis ist, I will show y'all, 67% essen und 33% aufräumen. Das heißt, ich werde zuerst essen und dann werde ich aufräumen. Zum Glück, ihr seid heute echt auf meiner Seite, muss ich sagen. Okay, ich wäre jetzt nicht mad gewesen, wenn aufräumen wäre, aber ich hätte jetzt nicht so Bock gehabt, weil ich wirklich viel Hunger habe. Ja, the best. I love you so much. Bei Frühstück will ich eigentlich fragen, ob ich mir was Aufwendiges machen soll oder ob ich einfach normal frühstücken soll. Soll ich mir zum Essen etwas Aufwendiges oder Einfaches machen? Oh mein Gott. My story looks so aesthetic. Möchte gerne aesthetic girl. It's posted. Das heißt, ich muss nochmal 5 Minuten warten. Ich muss jetzt bis 12.20 Uhr warten. Also falls ihr mich fragt, was aufwendiges Essen ist. Aufwendiges Essen ist so voll viel zubereiten. Und simple ist einfach nur Toastbrot mit Butter. Deswegen hoffe ich nicht, dass ich Toastbrot mit Butter bekomme, weil ich echt keinen Bock drauf habe. Ich habe geschrieben, ich soll mir etwas Aufwendiges zu essen machen. Zum Glück, weil ich hatte keinen Bock auf Toastbrot mit Butter nur. Ich würde sagen, ich mache mir was Aufwendiges zu essen. Ich werde es da wahrscheinlich zeigen. Mein Plan ist, ich mache mir jetzt inzwischen Tee, also ich bereite das nur vor. Mein Plan für jetzt ist, ich mache mir, glaube ich, Toastbrot mit Eier und werde einfach gucken, was ich machen werde. Ich mache immer 4 Beutel rein, deswegen mache ich noch eins von Apfel rein.
Ich werde euch zeigen, welche Tees ich benutze, weil voll viele fragen mich auch immer, auf welche Tees ich benutze. Ich benutze Wintermärchen, Blutorange, Sandorn und Apfel. Apfel ist beste Tee. Ich liebe Apfeltee. Ich weiß, es ist nicht gut, die Mikrowelle aufzuwärmen, aber ich habe keine Zeit. Mind your business. Mind your business. I look so ugly, I can't. Ich mache mein Frühstück fertig. Und dann zeige ich euch, was ich gemacht habe und wie es aussieht und wie ich esse. Ryan Little. Echt geil aus. Okay. Ich habe mir so ein Eieromelett, sag ich mal, so gemacht mit Zwiebel und Eier und ein bisschen Salz. Leute, ich trinke Wasser mit Kakao. Der Kakao von Penny ist der beste Kakao. Ich nenne es Hot Chocolate, auch wenn es nicht Hot Chocolate ist. Trink Wasser und Kakao, einfach heißes Wasser und Kakao. Penny Kakao, beste. Ja Leute, ich bin jetzt fertig mit Essen. Das Essen hat so gut geschmeckt und ich habe jetzt auch schon meinen Tee getrunken. Ich werde jetzt aufräumen und nach dem Aufräumen würde ich sagen, geht es weiter. Falls ihr euch fragt, wenn ich so aussehe, ihr werdet es bald sehen. Jedenfalls mache ich die nächste Umfrage. Die nächste Umfrage ist, ob ich mich heute schminken soll oder nicht. Also es wäre schon ganz günstig, wenn ich mich heute schminken würde. Because I'm not feeling very comfortable heute in meiner Frisur. Because I look like a Child, deswegen hoffe ich, dass ich mich mit Schminke vielleicht besser fühle. Soll ich mich heute schminken? Ja oder nein? Ich gebe das jetzt meine Story rein und wir schauen in 5 Minuten nochmal. Wir machen gleich die nächste Umfrage, weil dann können wir das gleich zusammen anschauen, was ich heute anziehen werde, weil ich habe keinen Plan, was ich heute anziehen soll. I really don't. Was soll ich heute filme ich eh? Okay. Was soll ich heute anziehen? Ich mache Basic, Classy Gammler Look. Mach mal so Classy Gammler Look. Okay, na gut, ich poste das jetzt genauso. Wir schauen um 14.40 Uhr, weil es jetzt gerade 14.35 Uhr. Und ja, ja, ihr seid die Besten. I love you so much. Ihr habt abgestimmt für, ich soll mich schminken. Yay, ich hätte geheult, weil I'm so unzufrieden mit der Frisur gerade. Und was ich heute anziehen soll, ich aktualisiere kurz, bevor ich euch das Ergebnis sage. Ihr habt für Classy Gum Look abgestimmt. Deswegen werde ich heute Classy Gum Look machen. Yeah! Ich werde euch wahrscheinlich kurz so ein bisschen den Zeitraffer mitnehmen, wie ich mich fertig mache. Wahrscheinlich noch nicht, aber ich wollte euch nur sagen, dass ich bin gay. You know why? Because I like boys. I'm finally done with my Make-up. Uff, endlich. Ich habe heute so verkackt mit meinem Make-up, aber ich habe es dann geschafft, mit Puder und so weiter zu retten. Jetzt auf jeden Fall werde ich mir was anderes anziehen und dann sehen wir uns wieder. Ich bin voll frustriert, weil ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Deswegen bleibe ich jetzt einfach so. Ich habe jetzt diese Jogginghose an mit diesen Dingen. Ich weiß nicht, ob es matcht. Irgendwie matcht es und irgendwie gar nicht. Ich habe keinen Bock mehr, mich umzuziehen. Ich habe jetzt schon so viele Varianten ausprobiert und Gammel-Look ist für mich Jogginghose. Deswegen bleibe ich in Jogginghose und es ist einfach viel zu heiß, um sich einen Pulli anzuziehen.
Sonst hätte ich einen grauen Pulli damit angezogen. I really tried my best. Heute ist einfach nur kein guter Kleidungstag. I'm done making TikToks. Es hat so Spaß gemacht. Ich schwitze literally. Wenn ihr TikToks sehen wollt, geht gerne auf meinen TikTok-Account. Ich heiße da Andrea Domk mit 2 A. Ich werde euch nochmal hier einblenden, wie ich heiße. Mein Handy hat jetzt keinen Akku mehr. Ich muss jetzt ein bisschen laden lassen. Aber weil ich ja gerade TikToks gemacht habe, werde ich euch fragen, ob ich meine TikTok später oder jetzt posten soll. Was kann ich jetzt bitte für ein Foto machen? Let's do it like this. Wie soll ich das stellen? Hab gerade TikToks gemacht. Wann soll ich die posten? Jetzt oder 18 Uhr? Posten es jetzt und ich werde jetzt 5 Minuten genau warten. Dann werden wir sehen, was das Ergebnis ist. Es ist jetzt gerade 16.53 Uhr. Das heißt, ich warte bis 16.57 Uhr. Oh mein Gott, 2 haben mir schon geschrieben. Ich glaube, das wird ein YouTube-Video. Nach der Umfrage hätte ich eigentlich richtig Bock, rauszugehen irgendwie. Einfach nur ein bisschen spazieren, frische Luft schnappen. Okay, Leute, the time has come. Und wir werden jetzt gucken, wie viele abgestimmt haben. 85% haben für jetzt abgestimmt. Das heißt, ich poste meine TikToks jetzt. Wie gesagt, ihr wisst schon, wie ich auf TikTok heiße. Folgt mir einfach da, sonst seht ihr meine TikToks. Ich werde deine TikToks jetzt posten und dann melde ich mich später wieder. Also Leute, ich habe jetzt eine Umfrage gemacht, ob ich mit meinen Geschwistern spielen soll. Hi guys, ich habe mich voll lang irgendwie nicht mal so persönlich gemeldet. Deswegen erstmal hi. Ich wollte dich eigentlich nur fragen. So, meine Schwestern wollen, dass ich mit denen Schule spiele. Und deswegen, ich würde euch jetzt gerne fragen, stimmt irgendwo hier ab? Ich werde es irgendwo einblenden hier. Soll ich mit meinen Geschwistern spielen? Oder soll ich mit denen nicht spielen? Ich werde euch nicht sagen, was ich will, weil sonst werdet ihr auf das gehen, was ich will. Ich werde es nicht sagen. Aber ja, stimmt auf jeden Fall ab. Und ja. Ich habe die Umfrage jetzt gemacht. Ich lasse es wieder für 5 Minuten und dann werde ich mich wieder updaten. Leute, es ist eindeutig. Ich muss mit meinen Geschwistern Schule spielen. Yay! Ich wollte nicht. Kein Complainen, ich muss jetzt dann durch. Ich werde jetzt meinen Geschwistern sagen, dass ich mit der Schule spielen werde. Ich bin die neue Schülerin. Gespielt. Es ist schon eigentlich jetzt 2 Stunden, aber man kann reingehen. Die nächste Stunde ist dann Kochen. Also muss ich beim Kochunterricht mitmachen? Ja. Ja. Okay. Aber wie viel Minuten ist Freistunde? Ja, 10, 15 Minuten. Okay, na gut. Wir haben jetzt gerade Freistunde. Also hört, wenn Nadine das Video sieht, bitte schreib ihn zurück. Nach dem Schule spielen. Ich bin jetzt fertig mit Schule spielen. Ja, da ich jetzt Hunger habe, werde ich erstmal schauen, was ich essen werde. Es ist jetzt schon ein bisschen später. Ich habe mich nicht mehr gemeldet. Ich war einkaufen, dann haben wir alles angegessen. Wir werden nämlich jetzt alle rausgehen und ich muss euch erstmal fragen, ob ich rausgehen darf. Weil wenn es mir nicht erlaubt, dann gehe ich nicht raus. Also ich hoffe, dass es mir erlaubt. Ich meine, wenn die Nein sagen. Okay. Ich werde dann in meiner Story machen. Okay, Leute, so sieht's aus. Die nächste Umfrage wird sein, ob ich live gehen soll, wenn ich draußen bin. Okay, dann werden wir noch insgesamt so 10, 5 Minuten warten. Und ich würde sagen, ich mache mich kurz fertig. Und dann werden wir schauen, was in der Umfrage steht. Ich wette, wir gehen raus. Wenn ihr für mich Nein abstimmt, I'm gonna be real sad, wenn ihr Nein abstimmt, okay? Ja. Du. Okay, Leute, ich gucke jetzt nach, wie viele Leute oder was abgestimmt wurde. Ich will rausgehen. Ja, wo ist mein Stopp? Warte. Ich habe schon ein bisschen gesehen. Ja, ich darf rausgehen. 70% haben ja abgestimmt. Nein, haben wir 25% abgestimmt. Und das nächste? Soll ich draußen live gehen? 88% haben ja gemacht und 12% haben nein gemacht. Das heißt, I have to go live. Okay, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zu McDonald's. Ich werde jetzt live gehen. Und ja, I'm excited. Oh mein Gott, es sind 40 Leute drin. Wie geil. Ich gefällt dir später Schule. Andrea, hast du ein Handy? Ja, man hat ein Handy. Wir sind... Was? Oh mein Gott, Leute, ich war jetzt live. Ich weiß, ich habe ein paar Aufnahmen mit meinem iPhone gemacht. Ich habe nicht mehr so viel Akku. Ich habe nur noch 32%. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel filmen. Die wollen noch Park gehen, aber ich habe keinen Bock. Ich will schlafen.
werde euch die letzte Umfrage noch machen, wenn ich mich abschminke, ob ich meine ganze Skincare-Routine machen soll oder ob ich mich einfach normal abschminken soll. Ich hoffe, ihr verschont mich, weil ich habe keinen Bock, jetzt in 0 Uhr irgendwann Skincare zu machen. Und morgen um 11 Uhr ist das Ganze auch schon vorbei. Mal gucken, wann ich morgen wach werde. Vielleicht kann ich noch eine Umfrage machen, aber ich denke nicht. Tschüssi. Hi Leute, ich habe gestern keine Umfrage mehr gemacht. Ich war gestern sehr müde danach. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich war irgendwie gestern schon 23 Uhr richtig, richtig müde. Hallo Cracky Crackhead. Es ist jetzt schon 11 Uhr, das heißt, ich habe 24 Stunden mein Leben bestimmt. Ich wollte echt noch mehr machen, aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gemerkt bei diesem Video, wie schnell die Zeit einfach vergangen ist. Ich fand es einfach krass, weil ich habe echt gedacht, ich hätte voll viele Umfragen machen können. Also ich habe schon viele gemacht, aber ich wollte schon noch mehr machen. Dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal zu einem neuen Video. Oh mein Gott, ich mache die ganze so komische Sache mit meiner Hand. Es tut mir leid, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.